Wie stellen wir uns Deutschland im Jahr 2050 vor? Ich sage, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, dann werden wir im Jahr 2050 das Land sein, das die Digitalisierung mit der industriellen Wertschöpfung verknüpft. Wir werden das Land sein, das die Grundwerte der pluralistischen, der liberalen Demokratie westlicher Prägung in die digitale Welt übertragen hat und dort Privatsphäre, Rechtsstaat und die Meinungsfreiheit schützt. Durch die weltbeste Bildung leben wir in einer Gesellschaft glücklicher, interessierter, neugieriger und produktiver Menschen. Und als Entwicklungszentrum der Welt leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit durch smarte Produkte, durch intelligente Maschinen und neue Technologien. Und, meine Damen und Herren, wir werden das Land sein, in dem das Klimaproblem durch die konsequente Anwendung von Digitalisierung und technischem Fortschritt gelöst wurde. Nicht nur Fridays for Future, sondern Freiheit for Future und Future by Technology. Wir brauchen Zukunft durch Technologie, meine Damen und Herren, und keine Ideologie. Doch um alle diese Ziele zu erreichen, meine Damen und Herren, brauchen wir wirtschaftliches Wachstum. Wirtschaftliches Wachstum ist die notwendige Grundvoraussetzung, um diese Ziele zu erreichen, meine Damen und Herren.